Palaststraße 8. Bis zum vergangenen Jahr befand sich hier ein Damenbekleidungsgeschäft. Jetzt beherbergt das Haus mit der markanten Glasfassade das Beratungszentrum des Polizeipräsidiums Trier. Das frisch eingeweihte Servicezentrum will kompetente, kostenfreie und produktneutrale Beratung rund um das Thema Sicherheit geben. Die Bürger können sich an uns wenden, können Fragen in Bezug auf Kriminalprävention und Verkehrsprävention von uns beantworten. Zudem haben wir die Möglichkeit, auch die Sicherheitsberater bei uns zu integrieren, den Einstellungsberater zu integrieren und wir bekommen ab Januar eine volle Kraft, eine Sozialarbeiterin, die sich nur zum Thema Opferschutz und mit dem Thema Opferschutz und Opferhilfe befasst. Binnen 4 Monaten hat der Landesbaubetrieb LBB das ehemalige Geschäftshaus fit gemacht für seine neue Bestimmung. Kostenpunkt rund 140.000 Euro. An der Gestaltung beteiligt war der Fachbereich Kommunikationsdesign der FH Trier im Rahmen einer Semesterarbeit unter Projektleitung von Professorin Anita Burgart. Das von den Studenten entwickelte Leitsystem zeigt, wo die Besucher Hilfe erfahren, Information erleben und Sicherheit fühlen können. Diese Aufgabenbereiche verteilen sich auf 3 Ebenen mit 280 Quadratmetern, die mit einem Aufzug erreicht werden können. Innenminister Karl-Peter Bruch bezeichnet das bislang 2. von geplanten 5 Beratungszentren im Land als wichtigen Baustein polizeilicher Präventivarbeit. Das Beratungszentrum hier in Trier ist das 2. das wir im Land Rheinland-Pfalz haben. Es ist sehr schön gelegen, es nimmt dem Bürger die Schwellenangst, zur Polizei zu gehen, sich beraten zu lassen. Hier gibt es die Beratung rund um die Sicherheit des Bürgers. Also er kann beraten werden über das Sicherheit um sein Haus, sein Auto, seine persönliche Sicherheit. Aber er kann auch hier Rat kriegen in allen anderen Lagen des Lebens und er kann auch Anzeigen aufgeben. Das 9-köpfige Beratungsteam von Schutz- und Kriminalpolizei steht montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 16 Uhr zur Verfügung.